Hallo meine lieben Kreativlinge, ja, ein Kooperationsvideo mit Globaland. Ich war nur kurz abgelenkt. Ja, was ich alles benutzt oder was ich alles aus der aktuellen Kooperation mir raussuchen dürfte, verlinke ich euch in der Infobox. Natürlich ist da der Rabattcode dabei, der NATA10 ist, aber ich sage es trotzdem immer mal wieder. das ist meine Aufgabe. Und ja, ich habe mir, da das gehört dazu, ich habe mir mit dieser Nummer ist es, diese Glaskuppel bestellt. Also es soll eine Glaskuppel darstellen mit allerhand Gedönsi-Zeug drin. Also wie zum Beispiel Blätter, ganz viele verschiedene Blätter. Das ist das Holzteil für unten. Oder halt, ne, der Ständer quasi. Da haben wir Blätter, verschiedene Pilze, da haben wir einen Halbmond, ich weiß gar nicht, ob man es sieht, einen Halbmond, einen Vollmond, die Kristalle sind dabei, die Glaskuppel und hier sind nochmal zwei Sterne, die brauche ich noch. Also allerhand dabei, finde ich richtig cool, weil es gibt ja, glaube ich, von irgendeinem anderen Hersteller auch eine Glaskuppel mit Pilzen, aber da ist gar nicht so viel dabei. Und dann habe ich aus der letzten Kooperation die Stempel hier benutzt. Ne, das war ja die letzte, die ich mir rausgesucht hatte. Aber die habe ich dann mit verwurstelt, beziehungsweise nochmal neu benutzt, weil ich gedacht habe, das passt ganz gut zusammen. Ich zeige euch jetzt mal das Ergebnis. Ich finde, die schaut richtig cool aus und es ist auch eine Aufklappkarte. Weil ich habe zuerst überlegt, letztes so als Ding, dann war mir das aber tatsächlich ein bisschen labberig, weil es ist ja dann trotzdem schon sehr viel Gewicht darauf und lässt sich ja dann wahrscheinlich auch sehr blöd schreiben. Deswegen habe ich eine Aufklappkarte draus gemacht. Ja. Okay, dann fange ich erstmal an. Ich habe mir jetzt schon mal Papier rausgesucht, das werde ich jetzt einmal ausstanzen. Also die Sachen lassen sich super ausstanzen. Zu gut fast. Also die Schnittkanten sind richtig, richtig scharf. Vor allem bei den Blättern. Ich habe teilweise richtig Problem. Und das mit 300 Gramm Cardstock, dass ich das nochmal rauskriege aus den Blättern. Weil das zu gut stanzt. So. Dann das. Jetzt habe ich mir schon mal alles ausgestanzt soweit. So. Und alles einmal vorbereitet, weil sonst würde das echt zu lange dauern. Ich habe mir Pilze von jeder Form gemacht. In zwei verschiedenen Rottönen. Die werden ausgestanzt und dann hast du hier diese ganzen Löcher drin. Ich habe dann einfach nochmal weißes Papier dahinter geklebt. Ja. Na, man könnte jetzt auch braunes Papier, zum Beispiel hier hätte ich braunes Papier hinterkleben können, als Steinpilz, aber ist nicht so schlimm. Die habe ich in so Beige-Ton ausgestanzt und habe die mit Distress Oxide eingefärbt, weil die werden so, wie gesagt, im Ganzen ausgestanzt. Die sind einzeln, ne? Also die kann man zusammenpuzzeln. Aber, ja, und das ganze Grünzeug in verschiedenen Farben. Jetzt werde ich erstmal ein bisschen drapieren. Weil, ja, das war dann doch nicht so einfach. Aber ich glaube, ich fange direkt mal an. Und ich muss zwischendurch immer auf Pause drücken, weil ihr hört, ich bin verschnupft. Ich bin total verschnupft. Und die läuft in einer Tour. Und ihr glaubt, ihr wollt nicht hören, wie ich Elefant tröte. So. Wie gesagt, ich muss auch mal ein wenig gucken. Ich weiß gar nicht mal, wie ich das hier aufgebaut hatte. Dann die Feen, die sind auch zuckersüß, ne? Und die, ich fand die halt gut dazu. Und ich hoffe, bitte, 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 liebe Technik, bitte, liebe Technik, lass den Ton da sein.
Ich hatte nämlich ein Kooperationsvideo abgedreht und denke mir so, oh ja, du bist eins im Vorlauf, weil bei mir ist es ja immer so schwierig mit der Zeit. Du bist eins im Vorlauf, genial, dann brauchst du beim zweiten nicht so viel Stress machen. Gut, ich hatte jetzt schon angefangen gehabt damit, aber trotzdem. Und ich lade das auf YouTube hoch, will's bear oder schaue es erstmal Probe und will es dann bearbeiten, ne? So wie immer halt. Und dann ist kein Ton da und ich so, okay, liegt vielleicht an YouTube, wäre nicht das erste Mal. Dann warte ich nochmal, habe eine Stunde gewartet, ne, bis es richtig gerendert ist und so. Und so, es kam immer noch kein Ton und nicht so, okay, dann startest du YouTube nochmal komplett neu, schließt die Apps und alles, startest alles nochmal neu. Immer noch kein Ton, also hä? Okay, schaust du mal das Originalvideo an, weil ich filme ja immer mit dem Handy hier. Und dann schaust du nochmal das Originalvideo an. Und tatsächlich, das Originalvideo hatte auch keinen Ton. Deswegen hoffe ich hoffe wirklich, dass da hier ein Ton ist. Weil mit Voice-Over und so wollte ich gar nicht erst anfangen. Das wollte ich erst gar nicht anfangen. So, den habe ich da hingeklebt. Weil, nee, das ist nichts für mich. Und Musik unterspielen mag ich selber nicht. Ich habe das bei einem Video gemacht. Nee, das ist nicht meins. So, da mache ich 3D-Pads drunter. Also das mag ich nicht, dieses Musik einspielen. Wie gesagt, Voice-Over ist dann auch nicht so wirklich, ne? Weil ich quatsche immer so nebenbei, jetzt wie hier. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich Ton habe. Und dann, wenn ich sage, ja, ich habe das jetzt hier ausgestanzt, jetzt mache ich hier 3D-Pads drauf und ich mag das nicht. Ich persönlich nicht. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt klappt. Und das andere muss ich dann halt noch einmal abdrehen. Weil, wie gesagt, ich hatte das schon abgedreht und ja, da wird es dann quasi noch mal machen. Es ist so ärgerlich. So, das dahin. Den Pilz kriegt auch 3D-Pads. Also das ganze Ausstanzen. Na gut, ich habe das jetzt. Ich zeige euch das dann gleich. Ich habe das jetzt für die Karte hier alles zweimal ausgestanzt und dann habe ich natürlich ATCs draus gemacht. Jetzt zeige ich euch gleich. Ich weiß nicht. Ich finde. Ich bin ehrlich. Am Anfang habe ich gesagt, hab, oh, ATCs, nee, ist doch gar nicht meins. Da kriegst du ja gar nichts drauf. Und ja. Und jetzt? Jetzt sind ATCs meine Passion. Meine Passion. So, du bist da. Da kommt noch ein Zweig dahinter. Das zeige ich euch gleich. Weil die Feen, die verstecken so, sich so ein bisschen. Und die wollen sich nicht zeigen. Da habe ich dann hier noch eins. Ihr müsst es natürlich nicht zugucken, ne? Könnt ruhig vorspulen. Werden wahrscheinlich auch einige machen. Oh. Ich schaue ja meine oder die Leute, die ich halt gern gucke oder halt meine Abonnenten oder die ich abonniert habe, so rum, schaue ich meistens eben während ich bastle und tüftel. Weil sonst habe ich kaum leider Zeit. So, da musste ich mal wieder Elefant spielen. Ja, ich sage im Moment ist es so ein bisschen.
Aber gut, geht auch wieder vorbei. So, den hatte ich da hingemacht. Dann hatte ich ein Kristall dahin gemacht. Nee, da habe ich nochmal eine Pflanze dahinter geklebt, sehe ich gerade. Habe ich auch noch mal eine dahinter geklebt. Und da war auch noch eine. Dann haben wir die ganzen Pflanzen schon mal fast weg. Okay. Dann der Kristall. Wie gesagt, ich versuche mir so ein bisschen an mein Bild zu orientieren. Jetzt hängt das blöde Ding da fest. So. Den Pilz nicht vergessen. Dahinter klupsen will. Weil sonst geht die Pflanze tatsächlich ein bisschen unter. Ich nochmal neu kleben, ist jetzt aber auch kein Problem. Wie gesagt, ich mache mir gerade aktuell mehr Sorgen um den Ton. Ich glaube, das ist das Erste, was ich machen werde. Gucken, ob der Ton da ist. Bevor ich das Video überhaupt hochlade, online stelle, also halt, ne? So, und dann kommt noch den Pilz. Und dann wird es schon langsam. Jetzt sind schon immer so viele Teile da. Aber ich finde es halt echt cool, weil das halt. Es ist erstens günstig, das Set. Und wie gesagt, es gibt von einem anderen Hersteller. Ist das Altenew? Ich weiß es gar nicht. Aber habe ich gesehen gehabt. Sind Pilze dabei, so als Stenzel und Stand, dass du das Ganze ausstanzen kannst. Finde ich ganz cool, ja. Aber hier hast du halt Unmengen an Gedönse dabei, ne? Also die ganzen Blätter, die Pilze, die Feen passen halt auch gut dazu. So, jetzt haben wir noch die Kristalle. Mich ärgert es aber echt trotzdem. Mich ärgert es richtig, richtig heftig, dass der Ton fehlt. Ich weiß, eine Technik halt, ne? So, eine dahin. Eine dahin. Und der andere. Ah, ich wollte euch mit ETCs zeigen. Mach mal gleich. Runtergeschoben. So. Jetzt habe ich den Ständer noch. Ach. Ja, halt das Holzbrett oder kann ja auch Silber sein, wenn man möchte. Dann macht man halt die Kristalle blau und den Boden Silber, Gold, wie auch immer. Das ist ja dann völlig euch überlassen. Aber ich fand jetzt Holz tatsächlich am schönsten. Ich hätte jetzt helles Holz dafür nehmen können, wie so alte Eiche.
Ach, ist auch egal. Aber, was ich euch noch gleich zeigen werde, der kriegt eine doppelte Bespaßung, der Boden. So. Naja, gut, da passen die Fingernägel dazu. Da nicht, das ist blau. Der Boden wird nochmal geprägt. Na, der hat dann hier diese Linien und dann hier unten nochmal eine Zierleiste quasi. Finde ich richtig cool. So, dann brauchen wir noch ein paar. Ich vergesse es immer da reinzustecken. Dann brauchen wir noch ein paar Sternchen. Ich wollte die nicht vorher ausstanzen, weil sonst habe ich einfach Angst, dass mir die da von dem ganzen Gedönse, was da war, dass mir die dann irgendwo hopsla hops gehen und ich dann erstmal suchen darf. Und darf sie dann am Ende doch vielleicht noch mal ausstanzen. Kleine, die großen reichen. Na. So. Gott, mein Rücken tut heute so weh. Ich bin alt. Ich werde alt. Quitsch. So, ich habe jetzt schon mal ein paar ausgestanzt. Müsst ihr ja nicht alle mitmachen. Die klebe ich mir jetzt da drauf. Dahinter habe ich noch einen versteckt gehabt. Mal schauen, ob ich dann kleinen dahinter mogeln kann. Einen dahinter gemogelt. Und ein paar kleine. Könnte man jetzt auch als Lichtpunkte nehmen, wenn man jetzt die Kuppel quasi so als Glas macht, also mit transparenter Folie. Na, wo bist du denn hingekupft? So als Lichtpunkte dann, ne? Dann das hier quasi, also in Silber ausstanzen. Und dann so als Lichtpunkte nehmen. Schaut bestimmt auch nicht schlecht aus. Wenn ich irgendwann mal lustig bin, werde ich das vielleicht mal testen. Irgendwann. Nicht heute. Ich muss gucken, dass ich noch das andere Video mache. Beziehungsweise ich hoffe, dass das jetzt dann funktioniert. Und ich dann ja das nicht nochmal aufnehmen muss. Beziehungsweise muss ich das andere ja nochmal aufnehmen. So, alles was jetzt drüber hinaus schaut, schneide ich ab, weil es ist ja, wie gesagt, eine Glaskuppel. Ich hatte auch schon überlegt gehabt, darüber eine Folie zu machen. Ich habe mal den Mann gefragt, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und dann sagt er, nö, lass es so. Weil das macht diesen ganzen 3D-Effekt kaputt und nimmt die Farbkraft irgendwie weg.
Deswegen habe ich gesagt, okay, lasse ich es so. So. Dann machen wir jetzt noch den Kartenrolling. Da habe ich mein Papier. Das einzige Blöde ist, das Ganze ist größer als eine normale Karte. Das heißt, ich muss das jetzt bei 15 abschneiden. So. Kann das aber bei 10,5 falzen. Also es ist leider einen halben Zentimeter größer. Das falze ich jetzt einmal um. Dann nehme ich mir meine Stanzmaschine. Mein Kartenrolling. Und dann lege ich das so drauf. Wie gesagt, das ist wirklich so ganz knapp. Oh ne, siehst du mal, 15,5 sind es doch. Okay, muss ich nochmal zurechtschneiden. Ich dachte, 15 wären es. Okay, alles nochmal zurück, 15,5. Ja. Na, dann habe ich schon mal zurechtgeschnitten für mein anderes Projekt. Papa und Tochter streiten. Also das passt jetzt dann drauf. Ich lege das, man hat ja dort diese Schneidkanten, ne? Ich lege das dann quasi so an. Hier ist meine Falz. Und hier wird quasi nicht geschnitten. Der Nupsi hier wird nicht geschnitten. Da vorne wird geschnitten, der runde Ding. Da habe ich vergessen, die Schnittkante gerade anlegen, dann guckt der Nupsi drüber. Und hier. Jetzt müsste ich den Ton ausmachen. So. Ey. Jetzt kriege ich ein Disclaim. Danke. Und das muss ich zwei, dreimal durchkurbeln, weil das ja doppelt ist. So, gucken wir mal, ob wir durchkommen sind. Nein, noch nicht ganz. Heißt mir trotzdem, dass ich trotzdem den Ding schon so oft benutzt habe, das Papier ein. Ja gut, das ist eigentlich relativ wurscht. Aber es ist trotzdem ärgerlich, ne? Ach, so. Und dann hat man eine Karte. Wie gesagt, hier ist dann die Schnittkante. Und das wird hier abgeschnitten. Das ist aber nicht so tragisch, weil da kommt ja dann eh das Ding drüber. Und dann klebe ich das da so drauf. Und dann haben wir eine Aufklappkarte.
Ja, das war's. Mit ganz viel Gefussel und Ausgestanz. Ich weiß, es ist nicht jeden seins, aber ich finde die Karten richtig cool. Die schauen richtig toll aus. Richtig mystisch. Meine lieben Kreativlinge, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich schaue gleich Probe, ob der Ton da ist. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund.